Weiter geht's mit The Legend of Zelda 1. Diesmal werde ich den 8. Dungeon suchen. Aber zuerst gehe ich nochmal heilen. Ich werde den Weg wieder zeigen. Es liegt so jetzt nichts auf dem Weg, was ich irgendwie noch mitnehmen könnte, weil ich eigentlich alles habe, was es auf der Overworld gibt. Hier komme ich nicht drüber, leider. Geht das, wenn ich hier hochlaufe? Ja, doch. Und jetzt die ganze Zeit nach rechts. Da, 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 da. Ich muss hier drüben lang. Da habe ich mich kurz verlaufen. Jetzt runter. Hier kann ich mich durchbrennen. Oh, gut, kann ich wirklich. So, und hier sollte... Hier ist der Dungeon. Ah, hier. Das ist der Dungeon. Level 8, der Löwe. Zack. Ich gehe jetzt zuerst mal nach links, um direkt den nervigen Boss zu begegnen. Habe ich den nicht sonst immer mit einem Bogen besiegt? Anscheinend ist das per Schwert viel einfacher, auch gut herauszufinden. Autsch. Ich muss angreifen, hallo. Und keiner droppt ein Herz. Schade. Was ist das? Ist es das Buch von Mudora? Nein, keine Ahnung. Ich guck mal nach. Ich weiß leider echt nicht, was es bringt. Ich guck mal nach, was es bringt. Okay, ich habe gerade herausgefunden, dass es anscheinend ein Item aus Dungeon 6 ist, was ich übersehen habe. Und ich glaube, da ist jetzt erstmal klar, was ich mache. Und zwar hole ich dieses Item noch. Das ist schon ziemlich auf Fail. Also dann bis gleich. Wir sehen uns wahrscheinlich in dem Dungeon wieder. So, das müsste hier irgendwo sein. Fuck. So, ich hab's in den Raum geschafft nach 3 Stunden. Ich fucking hasse mein Leben. So, ich hab's nochmal geschafft. Das ist jetzt mal irgendwie 8. Versuch oder so. Und es wird wieder nichts. Perfekte Scheiße. So, vielleicht wird's diesmal was. Ich hasse diesen Dungeon einfach über alles. Danke. So, und hier gibt es noch ein geheimes Item. Das ich übersehen habe. So ein Scheiß. So, und jetzt bringen wir auch dieses komische Buch was. Ja, und dieses Buch hat jetzt noch extra diese Feuerfähigkeit dazu aktiviert. So, ich bin zurück im Dungeon. Und jetzt weiß ich auch, warum ich dieses Spiel lieber mit Komplettlösungen spielen sollte. Weil ich dann nämlich genau das, was gerade passiert ist, mit der Web zum Beispiel dann verhindern kann. Theoretisch kann ich die Rot mal verwenden, die ist eigentlich ziemlich gut. Hier drin. Soll es angeblich einen Schlüssel geben. Ich weiß bloß nicht, wie ich den bekomme. Seltsam.
gehe nochmal neu rein. Hey, warum krieg ich diesen Key jetzt hier nicht? Seltsam, hier sollte es eigentlich einen Schlüssel geben. Oder habe ich den direkt eingesammelt? Hm, keine Ahnung. Seltsam. Ich gehe mal hoch. Hätte ich. Warum schützt mich mein Schild davor nicht? Gut. Nächster Raum. Ah. Oh, jetzt leckt's hart. Ach ja, man muss ja von der Seite hitten. Fuck. Okay, das ist alles andere. Das ist ein leichter Schlüssel. Fee. Nice. Ich mach bestimmt irgendwas falsch. Soll ich den Trank wirklich trinken? Holy fucking shit, ich gehe hier rein. Hier ist der Kompass, okay. Waren diese Teile nicht übelst stark? Ich ignoriere es einfach mal. Wenn ich drauf gehe, dann gehe ich drauf, kann man nichts ändern. Den Kompass. Es ist bestimmt sinnlos, die Gegner zu besiegen. Ja, scheiß drauf. Dann bin ich wieder am Anfang. Entweder zur Seite oder hoch. Ich geh erstmal zur Seite. Ich muss die nochmal besiegen, ernsthaft? Ja, fuck, ich bin wieder rausgegangen. Warum passiert mir das so oft? Was ein Scheiß. Ja, ich habe jetzt auch meinen Trank verbraucht. Achso, jetzt kann ich das mehrmals einsetzen. Das ist wahrscheinlich die Verbesserung. Verstehe. Oh, dann nehme ich auch selbst Schaden. Okay. Die sind irgendwie immun dagegen. Na toll. So, hier drüben gibt es auch noch einen Schlüssel. Braucht direkt mehrere Hits mit dem Stab. Okay. Alter. Ja, das war bestimmt vorhin so wie jetzt gerade, dass ich den Schlüssel direkt eingesammelt habe. Eigentlich ziemlich dumm. Dann mal, wird es auch hell, wenn ich das einsetze? Nice. Die muss ich mit Pfeil ins Auge schießen. Aber mehrmals diesmal.
Na komm. Dreimal. Ich schließe schon mal die Tür auf. Okay, dann muss ich wieder gegen mehrere Gegner. Hier ist erstmal ein Tipp. Spectacle Rock is an entrance to death. Ist wahrscheinlich eine Anspielung auf den letzten Dungeon. Aber da ich nicht weiß, wo Spectacle Rock ist, ist das mir keine Hilfe. Fuck, ich bin ja fast tot. Fuck. Och man. Dreh dich doch nicht einfach um. Och, so eine Scheiße. Ich geh mir noch einen Trank holen.